In den Tourismusschulen Bad Gleichenberg drehte sich alles um den Käse. Bei der Käsekenner-Challenge wurden die besten Schüler Österreichs prämiert. Den folgenden Beitrag widmen Ihnen die Tourismusschulen Bad Gleichenberg. Es wurde gegrübelt, geschnitten und sorgfältig angerichtet. Bei der Käsekenner-Challenge 2014 in der Tourismusschule Bad Gleichenberg drehte sich alles, wie könnte es anders sein, um den Käse. Die Zusatzausbildung zum Käsekenner wurde auf Initiative der AMA und dem Bundesministerium für Bildung und Frauen mit wesentlicher Beteiligung der Tourismusschulen Bad Gleichenberg im Jahr 2000 entwickelt. Naja, man wollte den Schulen etwas bieten im Bereich Käsekenner. Es hat damals angefangen mit den Zertifikatslehrgängen an den Schulen und da bot es sich natürlich an, die Besten der Besten dann gegeneinander antreten zu lassen. Ich glaube, gerade junge Menschen haben die Liebe zum Käse entdeckt und das haben wir seit 1996 initiiert. Die jungen Menschen in diesen Fachschulen haben diese Ausbildung bekommen mit über 40 Wochenstunden, damit sie morgen auch die Multiplikatoren für dieses wertvolle Produkt aus Österreich sind. Zu Beginn boten lediglich 5 Schulen in ganz Österreich diese Zusatzqualifikation an. Mittlerweile sind es 52. In diesem Jahr stellten sich 26 Schulen diesem Zertifikatslehrgang, der mit einer schriftlichen, sensorischen und praktischen Prüfung abschließt. Die Zertifikatsprüfungen werden dabei nicht von Käseexperten der Schule, sondern von externen Käsesommeliers durchgeführt. Es wird einmal gefragt, also wie Käse hergestellt wird, die verschiedenen Macharten von Käse. Es wird auch über die Käsereifung gefragt, welche Reifungsorten, Oberflächenreifung und so weiter. Es wird dann auch noch kontrolliert, wie sie den Käse präsentieren, wie sie einen Käsewagen zusammenstellen und als weiteres, wie der Käse dann dem Gast präsentiert wird. Die Prüfungen wurden diesmal besonders souverän absolviert. Also ich bin sehr, sehr überrascht, mit welchem praktischen und technischen und technologischen Wissen die Schüler hier daherkommen. Also die wurden von der Schule sehr, sehr gut ausgebildet. Ich bin jedes Mal sehr erstaunt, Jahr für Jahr, welches Wissen diese jungen Menschen haben. Ich bin fasziniert. Grundsätzlich kann man sagen, dass das Niveau in den letzten Jahren gestiegen ist. Das heißt, die jungen Damen und Herren haben sich im Bereich Käse immer besser vorbereitet, sodass die Kategorie Gold, die hier vergeben wird für eine gewisse Punkteanzahl, immer mehr Schulen erreichen. Und das freut uns natürlich besonders. Auch die Schüler sind sich der Wichtigkeit dieser Ausbildung bewusst. Also wir haben letztes Jahr einen Käsekenner gemacht und einfach Ausbildungsschwerpunkt ist halt Theorie, also alles über die Geschichte vom Käse, Technologie und halt auch praktisch Verkaufsgespräch, Käse verkaufen. Und dass wir das lernen und anwenden können wir es dann auch im Praktikum. Also der Käsekenner ist in den letzten Jahren bei uns in Österreich immer größer geworden und wichtiger. Die Leute essen viel lieber Käse als früher. Was zum Teil vielleicht auch daran liegt, dass die Leute, die den Käse servieren, einfach besser informiert sind darüber und es nahe bringen können. Und die beiden Schülerinnen der Tourismusschulen Bad Gleichenberg wissen, wovon sie sprechen. Jacqueline Klug und Julia Knittelfelder überzeugten die Jury mit ihrem Wissen und wurden als strahlende Sieger des Tages ausgezeichnet. Platz 2 belegte die HLW Zwettl, der dritte Platz ging an die HLW Hallein. Die Käsekenner Challenge 2014 in Bad Gleichenberg. Ein geschmackvolles Erlebnis.